Schön, dass Sie reingekommen sind und ein bisschen mit uns über die Transformation sprechen wollen. Ist ja eigentlich ein schreckliches Wort, weil kann man sich eigentlich mal nicht so richtig was drunter vorstellen. Genau, also dass wir über die Transformation ein bisschen reden und dem Ganzen auch ein bisschen mehr Leben vielleicht einhauchen. Dafür sind die drei hier. Vorgestellt hat meine Chefredakteurin sie ja eigentlich schon, ich sage es trotzdem noch mal kurz, Berthold Meyer von der TU in Chemnitz. Er ist nicht nur Professor für Wirtschaftspsychologie, sondern setzt sich vor allem, was ich sehr spannend finde, ich war mal mit ihm im Futurium hier in Berlin, mit dem Zusammenspiel zwischen Menschen und Robotern auseinander. Also er kennt die Roboter alle persönlich. Also die zumindest im Futurium. Kerstin Marx, die Konzernbetriebsratsvorsitzende der Telekom, zuständig, damit Sie mal so eine ungefähre Vorstellung kriegen, für 80.000 Mitarbeiter hier in Deutschland. Es sind weniger geworden. Sie kamen, glaube ich, das hast du ja vorhin erzählt, mal von 220.000. So viel sind es mittlerweile weltweit. 80.000 jetzt eben in Deutschland. Und Kevin Kühnert, Generalsekretär der SPD und ich sage es nochmal, Herausgeber des Vorwärts. An diesem Abend dann besonders schön. Schön, dass ihr alle drei da seid, dass wir ein bisschen über die Transformation sprechen wollen und damit Sie sich nicht wundern, wir haben uns geeinigt, wir finden das Du alle sehr viel schöner, deswegen werden wir jetzt auch dann einfach dabei bleiben. Genau, ich habe eben schon gesagt, Transformation, irgendwie super abstrakter Begriff. Kerstin, wie wird das denn bei der Telekom lebendig oder erlebbar? Ihr habt ja wahrscheinlich sehr viel mit der Transformation zu tun und vor allem auch schon sehr lange. Also die Telekom besteht aus Menschen und diese Menschen machen im Prinzip Dauertransformation seit der Privatisierung der Post, weil daraus ist ja die Telekom unter anderem entstanden. Und deutlich wird das halt an den Zahlen, die du eben schon genannt hast. Wir waren bis 1995 noch 220.000 Beschäftigte in Deutschland, mittlerweile weltweit und dann in dem Verhältnis. Was ist Transformation? Ist für mich das, was die Beschäftigten jeden Tag machen, tun und leisten. Und ich finde diesen Begriff der Transformation schon sehr treffend. Der wird nur nicht von allen so in Anspruch genommen, beziehungsweise wird für mich nicht klar genug in den Mittelpunkt gestellt, wer eigentlich die Garanten für diese Transformation sind. Das sind nämlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und die Frage, inwiefern Management zu Transformation bereit ist, die muss man sicherlich aus einer anderen Perspektive stellen und auch beantworten. Aber für Beschäftigte, zumindest in den Unternehmen, die ich kenne, ist Transformation Tagesgeschäft. Du hast jetzt gesagt, Transformation ist eigentlich, die Telekom ist in so einer Dauertransformation. Ist denn da nochmal, hat sich das denn jetzt nochmal verstärkt oder gibt es ein anderes Verständnis dafür, seit das auch so ein bisschen ja in der Gesellschaft eher in aller Munde ist? Ich habe ja so das Gefühl, das ist schon so seit 3-4 Jahren vielleicht, irgendwie wird ja sehr viel über Transformation öffentlich gesprochen. Im Prinzip ist das ein Modebegriff, ich will es mal so formulieren, mit einfachen Worten, den es auch vorher schon gegeben hat. Das, was sich aus meiner Erfahrung verändert hat, ist die Dimension, in der sowas passiert und die Geschwindigkeit. Und dann natürlich in der Folge daraus auch die Auswirkungen aus diesen transformatorischen Veränderungen, die aber wie gesagt mit dem sich Kolleginnen und Kollegen tagtäglich beschäftigen. Und warum tun sie das? Weil sie sich immer die Frage stellen, wie kann ich meine Arbeitsfähigkeit erhalten? Wie komme ich an die Befähigung, auch die Jobs zu machen oder meinen Job so mitzugestalten, über Qualifizierung flankiert, um auch zukünftig noch Mitarbeiter einer Firma zu sein. Jetzt hat Kerstin gesagt, Transformation ist so ein Modebegriff geworden. Die SPD hat sich den ja jetzt dann bewusst auf die Fahne geschrieben und zum Beispiel letztes Jahr ja auch eine Woche der Transformation gemacht. Da bist du in der Lausitz gewesen unter anderem. Warum sagt die SPD gerade jetzt, Transformation ist wichtig, darum kümmern wir uns? Na, Transformation ist ja erstmal nur das Runterbrechen von Prozessen, die laufen, auf eine Begrifflichkeit. Also das darf man noch nicht verwechseln. Wenn eine Partei sagt, wir beschäftigen uns mit Transformation, ist das kein politisches Konzept an und für sich, sondern da muss man die Frage stellen, wie und wohin soll transformiert werden und was soll dabei passieren? Und da kommen wir ins Spiel. Wir haben gesagt, wir nehmen uns dem Thema Transformation an, nicht weil wir es erfunden hätten. Transformation läuft jeden Tag, seit Jahren und Jahrzehnten, nicht nur bei der Telekom. Also wir bereiten jetzt nicht die Gesellschaft auf etwas Neues, Science-Fiction-artiges vor, was kommt, sondern es geht um eine systematische, politische, sozialstaatliche Begleitung von Wandelprozessen in unserer Wirtschafts-
und damit auch Arbeitswelt. Man kann ja den Standpunkt vertreten, Dinge wandeln sich immer, das stimmt, und dann kann man sie einfach so laufen lassen oder man gibt dem Ganzen eine Richtung, und das ist unser Anspruch. Also um ein prominentes Beispiel zu benennen, wir beziehen als Sozialdemokratie Position und sagen, dass wir finden, dass die industrielle Wertschöpfung in Deutschland die Bundesrepublik stark gemacht hat, wettbewerbsfähig gemacht hat, dass sie auch besonders zu unserem Sozialstaat beiträgt, denn da gibt es gute tarifgebundene mitbestimmte Jobs mit hohen Bezügen, hohen steuerlichen Abgaben und so weiter. Und das wollen wir halten im Land. Und deswegen wollen wir eine Transformation politisch begleiten und mit Maßnahmen auch befördern, die dafür sorgt, dass nach den nächsten Wandelprozessen wir nicht eine reine Dienstleistungsgesellschaft werden, sondern eine, in der industrielle Wertschöpfung einen maßgeblichen Kern unseres Wirtschaftsmodells weiterhin ausmachen wird. Und ja, das ist der Grund, weshalb wir uns dem annehmen, weil ich glaube, nicht jede Partei würde das am Anfang ihrer politischen Befassung mit dem Thema so als Zielstellung ausgeben. Ich hatte es jetzt schon erwähnt, du bist in der Lausitz gewesen, hast auch sonst ja verschiedene Reisen so unter diesem Schwerpunkt Transformation gesetzt. So, wie hast du das vor Ort erlebt? Wie gehen die Menschen damit um? Ja, wir haben diese Auftaktwoche zum Thema Transformation vergangenes Jahr vor der Sommerpause gemacht. Und das war ja geprägt, das waren die ersten Monate von Putins Angriffskrieg auf die Ukraine. Und wir waren noch in einer ganz anderen Art von Energiediskussion drin als heute. Also auch damals ging es um Energiepreise, aber nicht wie jetzt um Industriestrompreise, sondern da ging es ja um die Frage, drehen wir unsererseits den Gashahn ab, bevor Putin es tut, obwohl die Speicher noch gar nicht voll waren, also machen wir ein Gasembargo. Und es war hochinteressant. Ich habe damals in Czernitz in der Lausitz GMB, einen Spezialglashersteller, einen der vielen hochenergieintensiven Industriebetriebe in Deutschland besucht, an dem man übrigens auch sieht, da geht es nicht nur um BASF und Riesenweltkonzerne, sondern es ist ein Standort, da arbeiten wenige hundert Beschäftigte, auch jetzt nicht alle im Hochpreissegment unterwegs, aber die produzieren dort Glas, was gerade für besonders effiziente Photovoltaikanlagen relativ konkurrenzlos ist. Und die haben damals zum Beispiel als Reaktion auf Friedrich Merz und seine Vorschläge, wir drehen jetzt den Gashahn ab, wir zeigen uns jetzt besonders resilient und Putin zeigen wir die rote Karte, die haben gesagt, macht mal, so deindustrialisiert man eine Gesellschaft. Denn wer sich nicht mit den betrieblichen Realitäten beschäftigt, die zum Beispiel in so einem Unternehmen einfach lauten, dass wenn die Schmelzwanne einmal abgestellt wird, die 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr läuft, wenn man die einmal abstellt, dann ist das Industrieschrott. Die kann nicht wie eine Heizung 3 Tage später wieder hochgefahren werden, sondern die Produktion endet dann dort. Und zwar für viele Monate. Und das ist wichtig, solche Beispiele vor Ort zu erfahren und auch mit den Beschäftigtenvertretungen darüber zu sprechen, weil sie uns eben zeigen, wir agieren hier mit einem ganz sensiblen Gebilde, auch mit Wertschöpfungsketten, wo ein Unternehmen auf das andere aufbaut, bis hin zum letzten Handwerksbetrieb dann schlussendlich. Und Politik muss sehr sensibel, wenn wir dort eingreifen, vorgehen, um nicht gute Arbeitsplätze und Beschäftigungsmöglichkeiten zu zerstören, die über Jahre und Jahrzehnte gewachsen sind. Ich glaube, sensibel vorgehen ist da das richtige Stichwort. Berthold, jetzt Kerstin und Kevin haben ja beide gesagt, es geht bei der Transformation vor allem erstmal um Menschen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil ja oft wird gesagt, naja, dann kommt der Strom halt aus Windrädern oder wir machen das so jetzt technisch nicht mehr, sondern dass es wirklich um Menschen da geht. Ich nehme das so wahr, trotz alledem, dass viele Menschen von dieser Transformation, Veränderung ja doch auch irgendwie verängstigt sind oder vielleicht auch sagen so, ach, lass mich doch damit in Ruhe irgendwie, ich will das nicht. Ist jetzt sehr plakativ, ne? Du kannst das gleich anders sagen, aber wie kann man denn dann irgendwie am Ende die Menschen doch dafür gewinnen oder ihnen zumindest Ängste nehmen, dass es doch nicht so schlimm wird? Ja, und das ist leider gar nicht so einfach. Wenn es dafür einfache Rezepte gäbe, dann säßen wir heute nicht hier und hätten diese großen Herausforderungen auch nicht gesamtgesellschaftlich. Wir beschäftigen uns in der Arbeits- und Organisationspsychologie mit dem Erleben und Verhalten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Also, ne, was macht die Arbeit mit den Menschen? Wie nehmen die das wahr? Wie fühlt sich und was erlebt eine polnische Leiharbeiterin, die bei einem großen deutschen Automobilkonzern in der Schicht irgendwie am Band steht? So, was motiviert diese Menschen? Was sind deren Sorgen und Bedürfnisse? Und da gucken wir gerade auch in solche Betriebe, wie du sie gerade erwähnt hast, nicht nur in Großkonzernen, das machen wir auch, aber natürlich, die meisten Menschen in Deutschland arbeiten im Mittelstand. Und ich meine, vieles in der Psychologie ist auch trivial, muss man auch mal sagen. Also zum Beispiel diese banale Erkenntnis,
dass Veränderung in der Regel immer mit Sorgen und Ängsten einhergeht, und zwar vor Verlust. Das ist ein psychologisches Gesetz, das lautet, bad is stronger than good. Also wenn ich 1.000 Euro verliere, dann wiegt das psychologisch dreimal so schwer, als wenn ich 1.000 Euro gewinne. Also so die Angst vor Verlust ist immer eine viel größere psychologische Kraft als die Hoffnung auf Gewinn. Das ist wie ein Naturgesetz. Und wenn wir über Transformation sprechen, dann bedeutet das ja nicht einfach nur Wandel der Arbeit, wie es ihn immer schon gegeben hat. Wir haben heute auch keine Kutscher und Telefonisten mehr da draußen. Ja, es ist normal, dass im Laufe der Industriegeschichte bestimmte neue Technologien kommen und darüber ganze Branchen verloren gehen. Das hat aber nicht zur Massenarbeitslosigkeit bisher geführt. Aber es ist doch so, die Frage ist, haben wir einfach weiter nur Wandel, gerade in Deutschland, auf der Welt, wirtschaftlich, auf dem Arbeitsmarkt, oder erleben wir wirklich etwas wie so einen Paradigmenwechsel, also etwas, was noch, ja, dieses blöde Modewort disruptiv will ich jetzt eigentlich gar nicht in den Mund nehmen. Aber man kann schon ein Argument dafür machen, dass gerade was anders wird. Zum Beispiel, dass viele Menschen ihre Arbeitsmittel neuerdings stets und ständig dabei haben. Ne? Mit dem Smartphone, dem Laptop. Dass es zum Beispiel keine natürliche Trennung mehr gibt zwischen Arbeit und Nicht-Arbeit. Wir haben bei den meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Deutschland das subjektive Gefühl, dass die Arbeit komplexer und mehr wird. Vielleicht auch, weil die Personaldecke immer dünner gezogen wird. Ja, weil man immer weniger bereit ist, Geld für Arbeitskräfte auszugeben. Da automatisiert man lieber, da sourced man aus in Low-Cost-Countries. Und das bedeutet, dass die Arbeit, die übrig bleibt, auf häufig immer weniger Schultern verteilt wird, aber gleichzeitig zumindest subjektiv komplizierter wird. Und das ist das, was wir in der Arbeitspsychologie als Zielspirale betreiben. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland haben subjektiv das Gefühl, dass die Arbeit immer schwieriger wird und dass das, was dieses Jahr so als Normerreichung gilt, nächstes Jahr schon zu wenig ist. Und das belastet die Leute extrem. Wenn wir auf die Zahlen gucken, was wir an psychischen Belastungen in Deutschland haben, Stress, Arbeitsausfall aufgrund von psychischen Erkrankungen, das hat wirklich krasse Ausmaße inzwischen. Ne? Psychische Erkrankungen sind inzwischen in Deutschland, je nachdem bei welcher Krankenkasse Sie in die Statistik gucken, entweder die Hauptdiagnosegruppe oder die zweithäufigste Diagnosegruppe für Arbeitsausfälle in Deutschland. Da gehen Milliarden von Wertschöpfung verloren und von dem individuellen Leid, was dahinter steht, will ich gar nicht sprechen. Also da kommt schon irgendwie so ein bisschen was in Bewegung. Und die Herausforderung ist nach meiner Überzeugung so eine Mischung aus drei, das ist nicht einfach zu erklären, nie, sondern es ist so eine Mischung aus, ich würde sagen, der Digitalisierung und dem demografischen Wandel aber auch. Ja, denn die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland werden im Durchschnitt immer älter. Und gerade die Älteren sind aber weniger resilient gegenüber Stress und Belastung. Da kommt das eben zusammen. Und das sind alles solche Dinge, die schon, finde ich auch, wenn man auf die Zahlen schaut, darauf hindeuten, dass sich gerade doch grundlegend was verändert. Aber ich glaube, so letzter Satz, wir haben vielleicht auch eine Chance, wenn wir sagen, okay, wir versuchen das solidarisch zu gestalten und darauf zu achten, dass auch in Zukunft genügend Lohnarbeit und gute Lohnarbeit da ist, die genügend Menschen an der Wertschöpfung beteiligt. Denn wenn wir das zum Beispiel mit der Automatisierung irgendwie zu krass treiben, dann haben wir, also der Traum von vielen BWLern ist ja eine Fabrik ohne Menschen, ja, wo Wertschöpfung völlig automatisch passiert. Aber, also erstens ist das sehr unwahrscheinlich, aber sollte es soweit kommen, bedeutet das, dass wir immer weniger Menschen, die selber kein Kapital besitzen, durch Lohnarbeit an Wertschöpfung partizipieren lassen können. Und wie soll denn eine solche Zukunft dann eigentlich aussehen? Wie lassen wir dann eigentlich genügend Menschen partizipieren? Und einen allerletzten Satz. Die Menschen arbeiten nicht nur für Kohle. Das hat mich extrem geärgert an diesen Sprüchen von Merz in letzter Zeit im Kontext der Erhöhung der Bürgergeldgrundsätze. Ja, auf einmal gibt es 563 Euro und Merz erzählt irgendwas von, ja, müssen wir darauf achten, dass die Menschen überhaupt noch arbeiten wollen. Was für ein Mist! Und das ist so weit weg von den psychologischen Fakten. Arbeit ist doch nicht nur Tausch von Lebenszeit gegen Geld, sondern Arbeit erfüllt, Entschuldigung, ich werde emotional bei dem Thema, Arbeit erfüllt wesentliche psychologische Grundbedürfnisse des Menschen.
Sozialer Anschluss, Kompetenz, Autonomie sind die drei wesentlichen Grundbedürfnisse des Menschen, die durch Arbeit befriedigt werden. Und Arbeit muss das auch in einer transformierten digitalen Zukunft auch noch können. Entschuldigung, Punkt. Ich glaube, der Applaus gibt dir recht. Also kein Grund, sich zu entschuldigen. Ich habe nun schon das Zeichen gekriegt, dass der Kanzler gleich kommt. Deswegen, da müssen wir dann natürlich ein bisschen uns noch beeilen. Trotzdem noch eine Frage an dich, Kerstin, und zum Schluss noch eine an dich, Kevin. Wie geht ihr denn jetzt mit dem, was Bertolt beschrieben hat? Also vielleicht sagst du jetzt auch, nö, also bei der Telekom ist das gar nicht so. Aber ich nehme mal an, das trifft wahrscheinlich da auch die betriebliche Wirklichkeit ganz gut. Wie geht ihr denn damit um, jetzt auch gerade mit älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern? Also erstmal bin ich davon fest überzeugt, ab einer bestimmten Gruppengröße gilt die Gaußsche Verteilkurve, die gilt auch für unsere Firma. Für mich ist einfach der Punkt, dass ich sage, wie gehen wir damit um? Wir versuchen natürlich über unser Mandat, also Interessenvertretung zu machen, auch bestimmte Weichen zu stellen und bei Weichenstellungen mitzumischen, um das mal ein bisschen flapsig auszudrücken. Was meine ich damit konkret? Also unser Punkt ist zu sagen, wir wollen Rahmenbedingungen schaffen, wo die Menschen auch das Maß an Sicherheit haben, was man bieten kann im Arbeitsleben. Und deswegen trage ich nicht ohne Grund vor mir her das Thema, dass ich sage, Arbeitgebervertreter müssen dazu gezwungen werden, tatsächlich eine strategisch qualitative und flächendeckende, verpflichtende Personalplanung zu tun. Und zwar anders, als das in der Vergangenheit gemacht wurde. Die Zyklen, in denen sich etwas verändert, werden ständig kürzer. Und darauf muss man Antworten haben. Und da reicht es nicht, von Quartal zu managen, sondern ich denke schon, dass man da deutlich weiter in die Zukunft schauen muss, um abzuschätzen, welche Trends dann tatsächlich sich auch umsetzen in die reale Welt. Da ist natürlich, sag mal, Automatisierung ein Thema, total komplexes Thema. Ich glaube, das können wir heute hier wahrscheinlich nicht diskutieren. Aber das ist nicht das Allheilmittel, um Fachkräftemangel oder auch psychische Belastungen zu reduzieren etc. pp. Es ist eine Möglichkeit, über die man ernsthaft diskutieren und die man auch ernsthaft flankieren muss, damit nämlich das Gute, was daraus entstehen kann, auch tatsächlich nutzbringend für die Gesellschaft eingesetzt werden kann, aber das andere auch gleichzeitig zu verhindern. Also das ist schon eine Gratwanderung und von daher sage ich, den Menschen so viel Sicherheit wie möglich zu geben, einen Rahmen zu stecken, in dem sie sich bewegen können, auch Wahlmöglichkeiten haben. Ich finde, Wahlmöglichkeiten ist gerade für Beschäftigte, die deutlich jünger sind als ich, eines der wesentlichen Elemente bei der Entscheidung, zu welchem Arbeitgeber möchte ich gehen. Also da gibt es einen ganzen Rattenschwanz an Punkten und auch Herausforderungen, die wir gemeinsam treiben müssen, wenn wir denn tatsächlich dann auch den Wohlstand hier halten wollen. Darum geht es ja im Prinzip auch. Und auch zufriedene Bürgerinnen und Bürger haben wollen. Ich glaube, das deckt sich eigentlich wahrscheinlich auch ganz gut mit den Zielen der SPD dann wieder. Kevin, ihr arbeitet ja jetzt an einem Transformationsprogramm, also schon eigentlich jetzt, ja, seit Anfang 2022, soll dann jetzt auf den Parteitag beschlossen werden. Vielleicht noch mal kurz einen Blick in die Mottenkiste, ist das falsche Wort. Wie heißt das denn? Nähkästchen. Man sollte mit so alten Begriffen aufpassen. Also nochmal hinter den Vorhang, also so, ne? Wie ist denn da der Stand und mit was können wir denn da im Dezember rechnen? Genau, also das Ganze soll münden in unserem Leitantrag für den regulären Bundesparteitag im Dezember. Es gibt also nicht einen Leitantrag über alles und jedes, sondern spezifisch einen zur Transformation des Wirtschaftsstandortes Deutschland mit all seinen Auswirkungen auf die Arbeitswelt, auf die Fachkräftegewinnung. Es wird dort eine große Rolle spielen. Es wird auch ein prominentes und, glaube ich, auch von einigen schon sehr erwartetes Kapitel zum Thema Steuer- und Finanzpolitik in dem Kontext geben, weil es ist ja nicht nur Ordnungspolitik, was da stattfindet, sondern da geht es ja auch um die Frage, wie der Staat eigentlich incentivieren kann, dass an der richtigen Stelle Investitionen passieren. Und das zeigt vielleicht auch schon ganz gut, wie wir uns dem Thema
nähern. Unser Ziel ist es ja jetzt nicht immer auf der einzelnen betrieblichen Ebene als Politik reinzupfuschen. Da haben wir auch gar nicht die Kompetenz. Das ist eine Aufgabe von guter Mitbestimmung, von Sozialpartnerschaft, die funktioniert vor Ort in den Betrieben. Das ist unser Job, die Tarifbindung zu steigern, damit in möglichst vielen Betrieben das passiert. Uns geht es um die Rahmensetzung, dass dort, wo ein, zwei, dreimal in einem Erwerbsleben eine Weiterqualifizierung vielleicht künftig stattfinden muss, dass es sozialstaatliche Abfederungsmechanismen wie eben zum Transformationskurzarbeitergeld oder ähnliches gibt, die dabei helfen, dass man ohne Lebensstandardverlust, ohne dass man plötzlich die Raten für sein Häuschen nicht mehr bedienen kann oder ähnliches, dass man in so einer Lebensphase dabei durchkommt. Da gehört zweitens dazu, dass wir eine Vorstellung davon entwickeln müssen, womit soll denn wirtschaftlicher Erfolg hier in Zukunft eigentlich passieren, auch aus übergeordneten politischen Interessen, weil wir zum Beispiel die Verletzlichkeit im Bereich von Lieferketten festgestellt haben oder weil wir zu einseitige Lieferbedingungen haben. Stichwort Halbleiterindustrie. Ist ja kein Zufall, dass dort so viel Fördergeld im Moment verausgabt wird, ob bei Intel in Magdeburg, bei Infineon in Dresden, bei Wolfspeed im Saarland und anderswo, sondern weil wir für uns analysiert haben, für das, was wir bereits im Bereich Technologien produzieren, sind Halbleiter essentiell wichtig. Die meiste Kurzarbeit in Zeiten von Corona haben wir nicht wegen Corona in Betrieben in Deutschland gehabt, sondern wegen Halbleitermangel beispielsweise in der Automobilindustrie. Sowas muss man sich bewusst machen und dann heißt Transformation eben auch, fiskalpolitische Entscheidungen zu treffen, die dort konkret entgegenwirken. Also auf all das werden wir Bezug nehmen in unserem Leitantrag und der soll dann natürlich für die Europawahlen 2024 und für die Bundestagswahl 2025 auch die inhaltliche Grundlage bilden. Wir beschließen das ja nicht, um es danach irgendwo in den Chroniken der Sozialdemokratie abzuheften, sondern wir machen das ja, weil wir das anbieten wollen, den Wählerinnen und Wählern, den Beschäftigten in Deutschland als unser Programm dafür, wie wir sie gut durch die nächsten Jahre und Jahrzehnte politisch durchbegleiten wollen. Und man sieht ja auch in diesen Tagen, daran reibt sich ja auch die ganze politische Öffentlichkeit, beispielsweise an der Diskussion über einen Industriestrompreis als einen im Moment extrem aufgeblasenen, aus meiner Sicht wirklich nur ein Mosaikstein von ganz vielen, bei dem es eben um die Frage geht, welche unterstützenden Eingriffe wird es brauchen auf dem Weg hin zu dem Ziel, was wir haben, nämlich beispielsweise einer auf regenerative Energien beruhenden, energieintensiven Industrieproduktion in Deutschland. Also das ist das, womit wir uns im Moment beschäftigen und alle sind herzlich eingeladen, vom 8. bis 10. Dezember dann im City Cube in Berlin mit dabei zu sein, wenn wir das Kind dann schaukeln und über die Ziellinie bringen werden. Ich weiß jetzt nicht, ob er Industriestrompreis schon gehört hat. Der Olaf Scholz ist hier. Deswegen beenden wir das Ganze hier jetzt auch mal. Ich sage ganz herzlichen Dank. Wir haben, glaube ich, zumindest so ein paar kleine schlaglichtartige Eindrücke bekommen, was Transformation eigentlich bedeutet, vor allem, was es eben auch für die Menschen bedeutet. Danke fürs Zuhören, vor allem euch dreien, aber vielen Dank. Ich habe irgendwie Lust gekriegt. Ich glaube, wir sollten mal ein Format finden, wie wir das noch mal ein bisschen vertiefen können. Vielleicht aber darüber können wir ja gleich noch mal sprechen. Jetzt erstmal viel Spaß bei Olaf Scholz und natürlich dann im Anschluss beim Abend hier.